Ach, diese schöne Einöde. Ist das hier ein Ameisenhügel? Sind das hier Ameisen? Ich kann es nicht ausschließen. Ich sehe da vorne eine Hütte. Ich sammle immer noch die Pflanzen ein. Ich habe noch keine Ahnung, was die bezwecken. Suppulus. Guter alter Suppulus. Vielleicht soll ich mir den Suppulus einfach mal angucken. Lässt sich hier alles... ist das Essen? Nein, das ist eine Zutat. Onkel Suppulus, zeig doch mal, was du so drauf hast. Suppulus, da haben wir's. Ich weiß nicht, was Suppulus ist. Das sind komische Blätter. Hoffentlich schmecken die. Na, das Geräusch kam aber ziemlich spät. Juhu, ist jemand zu Hause? Euch, da fehlen Bretter in der Wand. Das sieht zugig aus. Rodolfs Haus. Wer ist ein Rodolf? Ah, nein, nicht die Axt ziehen, sondern die Spitzhacke. Noch ein paar Herzsteine ernten. Auch von denen weiß ich immer noch nicht, was das sind. Aber ich habe gehört, sie schmecken sehr, sehr gut. Die kann man so wegknuspern oder halt lutschen, wie man es mag. Kommt darauf an, wie die Zähne so beschaffen sind. Wie die auf der Motion Härteskala so abbrocken. Aber, und das ist eine Frage, die ich viel wichtiger finde, ist, wenn das hier Rodolfs Haus ist, wo ist dann Rodolf? Und wenn Rodolf nicht hier ist, woher weiß ich denn, dass es Rodolfs Haus ist? Hä? Ach, guck mal, die Herren Aschebrut. Na, was wollt ihr denn? Ja, ja. Die sehen schon recht aschig aus, also arschig. Aschig, arschig, klingt ähnlich, ne? Kann man keinen Witz drüber machen. So, alles einsacken hier. Da liegt die Asche rum. Wow, makelloser Amethyst. Amethyst. Und immerhin eine Truhe. Ich wäre sonst auch sehr enttäuscht gewesen. Oh, und wir können in den Keller klettern. Deshalb gucken, ob hier noch was liegt. Dann klettern wir mal in Rodolfs Haus in den Keller. Mal sehen, was wir da noch so haben. Vielleicht der gute Rodolf. Wenn er sich im Keller versteckt hat, der musste wahrscheinlich lachen und ist in den Keller gegangen. Ich gehe nur zum Leichen in den Keller. Hört mal, upsi. Her. Ohne euch kann ich meine Nächte fast nicht mehr ertragen. Ich flehe euch an. Bitte verlasst diese verdammte Insel und kehrt auf der Stelle nach Einsamkeit zurück. Jetzt nicht mehr. Was für ein Dummkopf. Glaubt ihr, das ist der, den wir im Tunnel zurückgelassen haben? Was soll's? Die Nord sehen für mich alle gleich aus. Moment. Na, ihr blinderer Marodeure. Es klingt, als wäre diese Aschenbrut wieder da. Ich bin nicht die Aschenbrut, ich bin nur... Hey! Ja, siehst du, geht doch. Wo ging der erste Pfeil hin, frage ich mich. Meine Bolzen. Der ist hier von irgendwas abgeprallt. Der ist mir von die Ohren geflogen. Wo ist der hin? Naja, da ging das Überraschungsmoment so ein bisschen flöten. Aber ich habe sie ja trotzdem, sagen wir mal, halbwegs problemlos niedergemetzelt. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, guck mal, ein blutiger Schädel. Wenn ich jetzt richtig sehe, ist da sogar noch ein Augapfel drin. Das Auge isst ja bekanntlich mit. Na, ihr Flachzangen? Hey, da ist noch ein Stahlbolzen. Den will ich auch haben. Den ziehe ich noch aus seinem Fleisch raus. Makelloser Amethyst, da liegt noch ein Granatstein. Brief. Rodolf, Licht und Stärke. Ich spüre, dass eure Worte nicht eure eigenen sind und sorge mich sehr um euren Verstand. Ich flehe euch an. Bitte verlasst diese verdammte Insel und kehrt auf der Stelle nach Einsamkeit zurück. Ohne euch kann ich meine Nächte fast nicht mehr ertragen. Euch zu verlieren wäre mein Tod. Mein Schatz, wenn ihr nicht bald zurückkehrt, werde ich kommen, um euch zu holen.
Bjørnolfr. Ja, Bjørnolfr. Vielleicht kann ich ja Bjørnolfr finden und dir Bescheid sagen, dass ihr Gemahl womöglich tot ist. Ich weiß es nicht. Ich muss mich mal genauer umgucken. Vielleicht finde ich ja gewisse sterbliche Überreste von ihm. Wir geben die Hoffnung mal nicht auf. Und so viele Bücher. Zwerge, Band 2. Ein Tanz im Feuer. Herr Barnes, irgendwas. Ich höre komische Geräusche. Hört ihr die auch? Ihr hört die auch, oder? Rudolfs Tagebuch. Da haben wir ja was. Erstens, ich bin in Solstheim angekommen und in ein altes Haus auf einem Hügel am Ufer gezogen. Wer auch immer hier gelebt hat, ist vor langer Zeit fortgegangen. Achso, also übernimmst du es einfach. Okay. Zweitens, von meinem erhöhten Aussichtspunkt kann ich weit aufs Wasser hinaus sehen, alle Dinge hinter mir und um mich herum hören. Nunmehr Banditen schleichen sich des Nachts durch die Wälder, doch ich fürchte mich nicht vor ihnen. Solltest du aber vielleicht. Fünftens, aus dem erstens, zweitens, fünftens, alles klar. Aus den Tiefen ruft etwas, ein grollendes Dröhnen, das mir des Nachts singt. Ich habe begonnen, im Keller zu schlafen und halte ein Messer griffbereit. Das Rufen ist hier unten am lautesten. Ich bin auf alles gefasst. Sicher, auf alles, was auch, was immer auch kommen mag. Sechstens, es ist, als würde eine große Maschine unter mir rumoren. Wer weiß das schon, so Rumohren in Ohren in Rum eingelegt, die könnten ja mit einer Maschine und so. Zehntens, ich bin des Wartens darauf müde, dass der Rufer unter mir emporkommt. Ich ging in die Stadt und kaufte Werkzeuge zum Graben, zwei Schaufeln und eine Hacke. Ich begann den... Warum denn zwei Schaufeln und eine Hacke? Du bist eine Person, du kannst höchstens eine Schaufel oder eine Hacke zur gleichen Zeit bedienen, also warum zwei Schaufeln? Egal, ich begann, indem ich die Wand hinter dem Bücherregal niederriss und mich langsam nach unten grub. Langsam. Ich schob das Bücherregal wieder an seinen Platz, als ich mit dem Graben fertig war. Warum? Ich hatte keine Hausgäste, doch spürte, dass ich etwas zu verbergen hatte. 13. Wie kann ich Bjorn hören lassen, was ich gehört habe? Ich darf ihn doch nicht verlieren, muss hier bleiben, denn ich weiß, dass die Wahrheit zum Greifen nahe ist. 23. Der Murmeler in der Erde und ich, wir reden. Ich lege meinen Kopf auf den Schutt. 51. Feuer aus der Tiefe. Das war der beste Eintrag. Feuer aus der Tiefe. Der war auch am aussagekräftigsten. So. Hinter dem Regal, sagt er. Ah ja, das klappt natürlich auf wie eine Tür. Ohne Scharniere oder irgendwas. Einfach so. So, und was macht der Rufer in der Tiefe hier unten? Guck mal, hier hat er seine Spitzhacke und eine seiner Schaufeln liegen gelassen. Die zweite hat er wahrscheinlich, hab ich's doch gewusst? Ich hab's doch gehört. Maschinen. Hier hat er also ein paar Dwemer-Ruinen ausgebuddelt. Und lass mich raten. Bjørnolfr. Nee, du bist jemand anders. Blutbefleckter Brief. Ja. Wieso ist der Brief mit Blut befleckt? Bjorn, komm nicht hierher. Es ist nicht mehr viel von mir übrig. Die Erde wird uns beide verschlingen. Ha. Also Ha ist nicht Bjørnolfr. Sehr, sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Was habt ihr denn hier unten gemacht? Hier sind bizarre Überreste. Eine Truhe. Boah, 100 Gold. Immer her damit. Inventar wird langsam wieder voll. So, Schale, ist das eine. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Das kann man nicht bedienen. Ich frage mich, was es ist. Da ist eine Snackgasse vor mir. Also weiter geht das hier nicht. Ja, das ist ja schon interessant. Wo ist denn der Typ jetzt abgeblieben? Das ist ja schon. Das ist nicht Rodolf. Das ist Bjørnolfr. Wo ist denn Rodolf? Wenn das sein Haus ist und er den Keller hier entdeckt und quasi beschützt hat, wo ist er dann? Sehr eigenartig. Hier die beiden Klapskaddis, die haben ja vielleicht den da unten umgebracht, ich weiß es nicht. Irgendwas steckt hier doch dahinter. Irgendwas schneckt dahinter. Das sind bestimmt Schnecken. Oh, da haben wir noch so ein kleines Kistchen, ich fast vergessen. Schatulle der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Flirp.
Nee, nein, doch nicht abbrechen. Du sollst aufgehen, nicht abbrechen. Na, komm schon. Nee, das war's nicht. Ach, nun komm. Das geht da um Millimeter. Kennt ihr die gute Millimeterarbeit? Ha, geht doch. Oh, nehmen wir mal alles mit. Was ist das? Flynn? Und die Laute lag gerade eben noch da. Wie ist die denn da umgeflogen? Was ist das? Was ist das? Ich hab doch gerade was gehört. Was seid ihr? Aha, ein Netzkalb. Ah ja, und der Netzbulle, der greift da auch gleich zur... Die machen komische Geräusche. Aua, tu mir nicht weh. Betty Netsch. Die arme Betty Netsch. Ich kenne Betty Ford, ja, aber sonst auch nix. Haha, erwischt. Ah, Netschgelee. Das sollte ich ja auch. Und Netschleder? Nehmen wir auch mit. Und das auch. Ja, ja, ich weiß. Du bist die Betty Netsch. Hohoho, Rückwärtssalto. Sehr akrobatisch. Komm, alles mitnehmen. So, wo sind die kleinen Netschis? Die wollen abhauen. Wartet, euch habe ich noch nicht brutal ermordet. Und das ist mir irgendwie wichtig, aus irgendwelchen Gründen. Na du? Oh, süß. Kann man das streicheln? Ha, 5 Netschle. Die soll ich zu Minore Land bringen. Oder ist es Ient? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe da noch... Da war noch ein zweites Kalb. Das macht sich doch wohl nicht vom Acker. Ich krieg die sowieso. Irgendwann. Na, was habe ich gesagt? Hier ist aber auch alles voll Ruinen, sag mal. Das ist ja ruinös. Ah. Hm. Okay. So, da ist die Hütte, da war das Schiff und... Komm, nimm mit. Ein Teller. Ja, warum liegt hier nicht einfach ein Teller rum? Und irgendwas klingt nach Insekten. Hm, Insekten. So, genau, in die Richtung wollte ich, weil da hinten ist so ein Turm oder so. Ach, da ist er auch. Der ist direkt vor mir. Und ich höre immer so komisches Insektengedingse. Wie so Grillen oder so. Das macht mich so ein bisschen nervös. Die greifen mich doch gleich an. Ich höre das die ganze Zeit. Naja, jetzt gerade nicht, aber gerade eben so zwischendurch immer wieder. Festung Frostmotte. Ach ja, Dr. Frostmotte. Da sollte ich ja auch... Der war ja hier. Töte General Falxcarius. Jedenfalls hörte ich da irgendwas von der Frostmotte. So, das muss ich auch. Und hier dit. Und dit. Und dit. Und das auch. Den Jäger an der was? Komm, alles aktivieren. Wir kennen das ja. Das gute alte Spiel. Das auch. So. Es ist irgendwie nicht richtig, wenn nicht alles aktiviert ist. Oh, was haben wir denn da unten? Was schleicht denn da rum? Eine Aschebrut. Vorsicht, mit so einem Feuerball könntest du noch jemanden treffen. Das wollen wir doch nicht riskieren, oder? Wer ist denn da geschmolzen? Gib her. Ja, hier ist wohl so ein Schiffchen abgesoffen. Ist da noch irgendwas zu... Ah, eine Muschel. Muschel? Komm schon, Muschel. Muschel. Ach. Die Fässer auch nicht? Kann ich überhaupt irgendwas? Da, Muschel. Und Perlenauster, die nehmen wir auch mit. Und gleich ertrinke ich. Ja, ja. Ich tauche ja schon wieder auf.
muss hier alles erkunden. Da ist noch mehr, kann ich auch nicht einsacken. Und sonst aber auch nicht viel. Naja gut, dann belassen wir es dabei. Mehr scheint ja nicht zu sein. Oh. Ah, hier komme ich anscheinend auch aber in diese Burg rein. Jedenfalls scheint es so den Anschein zu haben. Hallo? Juhu! Ich weiß, dass ihr da seid. Aber dich zum Beispiel kann ich sehen. Voll in die Lunge. Wenn so ein Aschebrut-Dings eine Lunge hat, das weiß ich jetzt nicht so genau. Hüpfe die. Was habt ihr denn hier oben Schönes? Ach, nichts. Ja, das ist konventionell. Ich schätze, da oben muss ich irgendwo rein. Hier ging noch eine Treppe hoch. Wollen wir den komischen General mal auf dem Zorn, Zahn fühlen. Auf den Zorn fühlen. Könnte man auch sagen. Den müssen wir mal richtig auf den Zorn fühlen. Klingt bescheuert. Was? Ich höre doch was. Das klingt nicht gut. Um ganz frank und frei zu sprechen. Ein Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Okay, mache ich. Kein Problem, ich bereite mich vor. Danke für den Hinweis. Bin gut vorbereitet. Na du? Festung Frostmotte wird niemals fallen. Lang lebe das Kaiserreich. Ja, aber du bist ja schon seit 200 Jahren tot. So viel zu deinem Kaiserreich, mein Freund. Da war er die ganze Zeit hinter mir. Den habe ich so rumhecheln hören. Nerv nicht, Junge. Einfach alles mitnehmen. Da oben. Ich komme mal zu dir hoch. Dafür ist hier extra eine Treppe drin. Juhu. Ich hab dich gesehen da oben. Na? Hey! Ach, jetzt wo ich oben bin, gehst du runter, ja? Das ist die richtige Einstellung. Ich höre schon wieder das Insektengezirpe. Und was ist das dahinter nicht für ein Riesenpilz? Da muss ich hin. Guck mal, da sind ganz viele große Pilze. Und ein gigantischer, gigantomanischer Riesengigantopilz. Die muss ich alle haben. Da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden, hoffe ich. So, sind ja noch mehr von euch? Ja, aschebrütigen Aschebrüter? Nee. Na, das war ja eine Verteidigungsarmee, die der gute General irgendwas hier aufgestellt hat. Da hätten die Wachen natürlich nie irgendwas gegen unternehmen können. Die Stadtwachen, da musste er nur ich alleine einschreiten. Da wären 10 Stadtwachen, die hätten nichts gegen ihn ausrichten können, aber ich alleine kümmere mich schon um das Problem. So, Festung Frostmotte, und wo geht die Tür hin? Festung Frostschmetterling. Nee, da ist nur der Schlüssel erforderlich. Und lass mich raten, den Schlüssel finde ich hier drin. Würde ja passen. Wenn man jemals am Ladebildschirm vorbeikommt, dann stellt man... Ach, guck mal. Hallo? Ist hier einer? Ah, hallo. Kommst du aus der Asche gekrochen? Murmel aus der Asche. Ja. Was fliegt da denn rum? Hast du den Eimer rumgeschleudert? Das ist aber keine nette Art, mir einen Eimer von Latz zu knallen. So, da. Hauptsache, es sind keine 15 Richtungen, die ich gehen kann. Potenziell.
Ah. Nee, so nicht. So vielleicht eher. Bingo. Ach, das Fass ist auch noch. Ach so, das ist leer. Hm. Alles klar.